laden auf kabbalah-media.info. Wir lesen Nachrichten von Baal HaSulam, den Artikel Das Wesen der Religion und ihr Ziel. Wir lesen, wir sind im Kapitel mit der Überschrift Der Weg des Leidens und der Weg der Tora. Und somit wird klar, dass der Schöpfer das absolut Gute ist und er lenkt uns zielgerichtet ausgehend von seiner Perfektion des absolut Guten und ohne jegliche Beimischung vom Bösen. Das bedeutet, dass die Zielgerichtetheit seine Lenkung uns verpflichtet, die Reihenfolge des Durchlaufens unterschiedlicher Zustände auf uns zu nehmen, durch Gesetz von Ursache und Wirkung bedingt sind, bis wir schließlich würdig werden, das erwünschte Gute zu empfangen, wodurch wir das Ziel unserer Schöpfung erreichen, wie eine prächtige Frucht am Ende ihrer Reifung. Somit ist klar, dass das Resultat absolut jedem von uns gewährt ist. Wenn du damit nicht einverstanden bist, so wirfst du dadurch einen Schatten auf die Lenkung des Schöpfers und du sagst, dass sie angeblich unzureichend zur Erlangung des Ziels sei. Und die Weisen sagten, dass die Schchina bei den Niederen eine große Notwendigkeit ist. Da die Lenkung des Schöpfers zielgerichtet ist, wird sie uns am Ende zu einer Verschmelzung mit ihm führen, damit er uns in uns wohnt. Und das wird als eine große Notwendigkeit bezeichnet. Das heißt, wenn wir das nicht erreichen, so würde sie dadurch sozusagen einen Mangel an seiner Lenkung offenbaren. Und das gleicht einem mächtigen König, der im Greisalter einen Sohn bekam und diesen sehr liebte. Und daher hat sich der König vom Tag der Geburt seines Sohnes an vorgenommen, ihm alles zu geben. Zu diesem Zweck versammelte er alle wertvollen Bücher und alle hervorragenden Weisen, die es im Lande gab, und baut ihm ein Lehrhaus, Bet Midrash, zur Erreichung von Wissen und Weisheit. Und er rief berühmte Bauleute zusammen und baute ihm Lustpaläste, versammelte alle Sänger und Musiker, damit sie ihn Musik und die Kunst des Singens lernen würden. Und er rief die geschicktesten Köche und Konditoren zusammen, damit sie ihm die schmackhaftesten Gerichte der Welt bereiten würden. Und so wuchs der Sohn heran und wurde zum Mann. Doch er stellte sich als Dumm heraus und ohne Drang zu wissen. Und er ist blind und sieht nicht und spürt die Pracht der Gebäude. Und er ist taub und hört nicht das Singen und die Stimme der Instrumente. Und er ist krank und hat Diabetes und kann sich nicht erlauben, das für ihn zu weiter zu essen. Und er ernährte sich nur von einem Stück Brot und Getreide, Kleie, Scham und Schande. Solch eine Situation kann sich bei einem irdischen König aus gleichem Blut abspielen. Doch man kann solches unmöglich über den Schöpfer sagen, natürlich kein Betrug eigen ist. Weil dem so ist, bereitet er für uns zwei Wege der Entwicklung vor. Einer von ihnen ist der Weg des Leidens. Dieser stellt die Reihenfolge der eigenständigen Entwicklung des Geschöpfes dar. Das Geschöpf ist so verpflichtet, ihr zu folgen, indem es von einem Zustand zum anderen übergeht, welches mit dem vorausgehenden Kausal, also durch die Abhängigkeit von Ursache und Wirkung verbunden ist. So entwickeln wir uns sehr langsam bis hin zum Bewusstsein der Notwendigkeit, das Gute zu wählen, das Schlechte abzulehnen und für eine zielgerichtete Verbindung würdig zu zeigen, die vom Schöpfer erwünscht ist. Dieser Weg ist allerdings hinsichtlich der Zeit und voller Leiden und Schmerz. Darum bereitet er uns einen leichteren, angenehmeren Weg der Tora
und der Gebote, welche in der Lage sind, uns in einer kurzen Zeit und ohne Leiden unserer Bestimmung würdig zu machen. Folglich, dass unser Endziel, die Reinigung zum Zwecke der Verschmelzung mit dem Schöpfer ist, damit er in uns wohnen kann, und dieses Ziel positiv, und es gibt keine Möglichkeit, ist verpflichtend und es gibt keine Möglichkeit, ihm zu entkommen. Denn die höhere Kraft lenkt uns streng auf zwei Wegen, die wir erläutert haben, der Weg des Leidens und der Weg der Tora sind. Doch in der uns umgebenden Wirklichkeit sehen wir, dass seine Lenkung uns auf beiden Wegen lenkt, die von den Weisen als der Weg der Bräuche, der Weg der Erde, wortwörtlich übersetzt ist, und der Weg der Tora bezeichnet werden. Fragen bitte. Moskau 1. Aus dem heraus folgt, dass unser Ziel unsere Bereitschaft ist, unsere Vorbereitung ist auf die Anhaftung mit dem Schöpfer. Wiederhol bitte. Also nicht die Anhaftung an sich ist unser Ziel, sondern unsere Vorbereitung auf diese Anhaftung. Natürlich, weil unsere Anhaftung an den Schöpfer davon abhängig ist, wie viel wir Kräfte von ihm erhalten. Aber Kräfte erhalten wir nur gemäß dem, wie wir dazu bereit sind. Das heißt, diese Vekut, diese Anhaftung erbitten. Die Kraft der Anhaftung erhalten wir von oben. Das heißt, außer dem Gebet haben wir tatsächlich nichts anderes zu tun, außer nur zu bitten. Aber in dieser Bitte haben wir bereits eine große Vorbereitung, dass wir alle möglichen Zustände durchmachen müssen, um zu wissen, was zu bitten ist, wofür zu bitten ist und wer zu bitten ist. Das ist bereits abhängig von unserer Arbeit. Aber nachdem wir uns nach all dem an den Schöpfer gewendet haben und gebeten haben, ist eben alles nur noch von oben abhängig. Petach Tikva 19. Guten Morgen, Graf, guten Morgen, Freunde. Eine kleine Erklärung, weil eine Lenkung eine zielgerichtete Lenkung ist, welche uns im Endeffekt zu seiner Anhaftung führt, damit er unter uns weilt. Es erscheint als großer Bedarf. Das heißt, wenn wir dazu nicht gelangen, werden wir Gott bewahre, sagt hier, schreibt, dass wenn wir uns nicht anhaften, wir, Gott bewahre, ständig Leid ausgesetzt sein werden. Was empfehlen Sie uns, Ihrer Erfahrung entsprechen? Ich empfehle dem Weg zu folgen, wie Bala Sulam geschrieben hat, beziehungsweise Rabash. Diese beiden Autoren sind für uns wirklich alles. So wie zwei Augen. Bala Sulam schreibt in sehr, sehr hohe, zielgerichteter Weise darüber. Und Rabash ist uns viel näher. Er erklärt uns das wie ein Erzieher. Aber beide, auf beide müssen wir wirklich unser Herz richten und vorankommen. Okay, aber wie kann man sich über das Leid hinwegsetzen, welches wir also durchlaufen? All das ist davon abhängig, wie sehr du der Arbeit des Schöpfers an uns wichtig gibst. Scheint es Ihnen, dass wir keine Wichtigkeit dem bemessen? Gemäß dem Resultat nicht. Was heißt das, Wichtigkeit zu schenken? Sagen wir mal in der Früh. Was heißt das? Wichtigkeit bedeutet, dass ich mich
in maximaler Weise einbringe und investiere, um zu lernen und mit den Freunden verbunden zu sein, sodass ich die ganze Zeit darin versunken bin, sodass die ganze Welt, meine Familie und alles, was ich außerhalb der Gruppe zu tun habe, für mich etwas Nebensächliches ist. Nicht, dass ich das gering schätze, aber ich schreibe dem nur eine einzige Sache zu. So wie ich einfach atme, um leben, atmen muss, um zu leben, genauso sehe ich das ebenfalls. Das ist die ganze Sache. Wie erreicht man das, was Sie gerade hier beschrieben haben? All das ist abhängig von der Wichtigkeit, die du in der Gruppe erwächst. Wenn wir so eine Umgebung schaffen, welche Gruppe heißt, sodass diese Gruppe auf mich wirkt, bis ich nichts anderes will als die Verbindung zwischen uns und die Enthüllung des Schöpfers in uns. Und jeder von uns hat so einen Punkt in sich und wir müssen diesen Punkt mehr und mehr wecken. Wir müssen darum bitten, aber wie können wir das, die Sache aktiv umsetzen, was Sie gerade empfohlen haben? Fangt an, einander zu reizen, einander zu erwärmen und ihr werdet sehen, wie sehr ihr dazu in der Lage seid. Die Welt wird nicht besser werden. Willst du, dass die Welt dich voranbringt? Dann bitte, es wird Schläge geben, Leiden, einschließlich Kriege und andere Probleme. Oder du kommst jetzt bereits voran. Aus eigener Motivation. Das heißt, im Prinzip muss alles nur zum Gebet führen? Nur das Gebet. Anstrengung und Gebet. Aber es muss die Anstrengung geben. Wenn du nichts tust, wird nichts geschehen. Wenn du etwas getan hast, aber keinen Erfolg darin hattest, kannst du zum Schöpfer kommen und dich ausweinen und er wird dir helfen. Das ist genauso, wie wenn ein Kind zur Mutter kommt und es hat eine gewisse Sache nicht geschafft und die Mutter hilft ihm. Aber wenn das Und die Mutter hilft ihm, weil das Kind etwas getan hat. Aber wenn das Kind nichts getan hat und einfach nur weint, warum sollte es dann dem Gut, entschuldige das trotzdem weiter, vorsichtig zu fragen. Wir sprechen immer von Anstrengung. Was ist diese Anstrengung, die von uns abverlangt wird? Die Anstrengung in der Verbindung zwischen uns muss so sein, bis der Schöpfer anfängt, auf unsere Hinwendung zu antworten. Ja. Danke. Schön. Brasilien 2, bitte. Hallo Rav, hallo World Kli. Hallo Rav, hallo Weltkli. Rav. Die Frage, welche Zwicky gestellt hat, war klar. Ich fühle etwas Ähnliches. Wir lesen diese Worte hunderte Male, tausende Male, während sie uns sagen, wir hören sie erklären. Und plötzlich erwache ich und im nächsten Moment verschwindet es. Es ist einfach weg. So als würde ich ein Hemd anziehen. Ich fühle mich für einen kurzen Augenblick in Ordnung. Alles ist super schön. Alle sagen mir, dieses Hemd schaut schick aus, schön, gut aus. Und plötzlich bin ich wieder ohne Hemd. So als würde es verschwinden. Wie kann ich die Worte, die sich die Kabbalisten sagen, nehmen, liebe nicht dich selbst und diese großen Dinge umsetzen. Wie kann ich diese Dinge ständig und immerwährend umsetzen? Du kannst es nicht für einen einzigen Augenblick fühlen, sondern nur, wenn du dich bemühst, das zu tun und siehst, dass diese Sache notwendig ist. Du sagst, ich kann nicht, aber ich muss, was soll ich tun? Wirst du aus dem heraus zu einem schreienden Schöpfer gelangen. Das genau ist jener Schrei, jener Aufschrei, den die Söhne Israels erheben und das ist das, was sie zum Auszug aus Ägypten führt. Aus, nur in so einer Weise. Thank you, Ron. Florida. Danke, Raf. Florida. Yes, thank you, Raf. Ja, danke, Raf. While we were reading this, that there's... Als wir diesen Artikel gelesen haben,
dachte ich mir, also es gibt scheinbar einen Weg zwischen diesen zwei Wegen, zwischen dem Weg des Leides und dem Weg der Tora. Du fühlst das Leid, du möchtest dich mit der Tora weit entwickeln, aber fühlst immer noch Leid. Aber am Ende wird dann hier, heißt es dann hier, am Ende dieses Kapitels geschrieben, dass so eine Lenkung gleichzeitig immer passiert. Bin ich hier verwirrt oder was ich denke ist? Du bist noch immer verwirrt, weil du über einen Zustand sprichst, den du noch nicht erlangt hast. Aber wenn du dazu gelangst, wirst du sehen, wie sich das eine in das andere eingleitet. Carmel, bitte. Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Rav, bitte sagen Sie uns. Die Freunde bei mir, jeder Einzelne hat seine Beschäftigung. Einer beschäftigt sich mehr mit der Verbreitung. Einer investiert mehr in die Gruppe. Jeder leistet das, was er kann. Was soll man tun, damit diese Anstrengung eine einzige konzentrierte ist? Das enthüllen wir langsam. Das kann man nicht theoretisch lernen, sondern aus unserem Leben heraus gelangen wir zu einem Verständnis, dass dies so gemacht werden muss und nicht anders. Deshalb steht auch geschrieben, es gibt keinen Klügeren als den Erfahrenen. Nur durch die praktische Erfahrung. Das ist das, was man tun kann. Petach Tikva 7. Stimmt, dass man hier praktische Erfahrung benötigt. Sagt er mir, dass der Weg der Tora in kürzester Zeit passiert. Was heißt es, der Weg der Tora zu beginnen auf kurze oder schnelle Weise? Was wir uns bemühen zu tun, ist, die Zeit zu verkürzen. Wir versuchen, Handlungen zu machen, welche die Zeit komprimieren und uns sehr schnell entwickeln. Sieh dir mal die Überschrift an, dessen, was wir gelesen haben. Das Wesen der Religion liegt darin, in uns den Sinn für die Erkenntnis des Bösen zu entwickeln. Es ist die Frage, muss es mehr Böses geben oder nur die Erkenntnis des Bösen? Also schreibt er, es geht um die Entwicklung der Erkenntnis des Bösen in uns. Du kannst sagen, oi, es reicht aus, ich habe einen gewissen Stich bekommen und das reicht für mich aus. Aber diese Erkenntnis des Bösen muss in kleinsten Weise sein und aus dem heraus gelangen wir durch die Methode dazu, um zu verstehen, was das Böse ist und wie wir uns vor dem Bösen entfernen müssen und wie wir uns darüber erheben. Das ist das, was wir durch die Weisheit der Kabbalah erwerben wollen. Bulgarien. Привет, Раф. Привет. Раф, diese zwei Wege, der Weg der Tora und der Weg des Leidens, der Weg des Tora und der Weg des Landes, der Weg der Erde, sind das extreme Zustände? Gibt es etwas dazwischen? Es gibt etwas in der Mitte, aber die Kabbalisten definieren das nicht. Es gibt den Weg der Torah und den Weg der Leiden. Und das, was in der Mitte ist, dazwischen ist, das müssen wir erklären. Für gewöhnlich ist das ein problematischer Zustand, der in Worten schwer klärbar ist. Aber wir werden auch das klären. Du hast recht. Gut, wir lesen weiter. Das Wesen der Religion besteht darin, in uns den Sinn für die Erkenntnis der Bösartigkeit unserer Natur zu entwickeln. Und hier die Worte der Weisen. Was für einen Unterschied macht das für den Schöpfer, ob man das Vieh am Nacken oder am Hals schlachtet? Denn die Gebote wurden zu nichts anderem gegeben, als die Geschöpfe durch sie zu reinigen. Und diese Reinigung wird gut im Artikel der Gabe der Tora erläutert.
Und schau dort nach, was dort geschrieben steht. Hier werde ich aber erklären, was das Wesen dieser Entwicklung darstellt, welche durch die Beschäftigung mit den Torah und den Geboten erreicht wird. Wisse, dass es die Erkenntnis des sich in uns befindlichen Bösen ist. Die Erfüllung der Gebote kann langsam und allmählich denjenigen, der sie erfüllt, feiner und erhabener machen. Und die wahre höhere Stufe der Feinerung besteht im Grad der Erkenntnis des Bösen in uns. Seitens der Natur ist der Mensch bereits bereit, alles Böse von sich abzustoßen und auszurotten. Daran sind sich alle Geschöpfe gleich. Doch der einzige Unterschied zwischen dem einen Geschöpf und einem anderen liegt lediglich in der Erkenntnis, in der Wahrnehmung des Bösen ist. Denn erstens einmal, ein weit entwickeltes Geschöpf ist sich eines höheren Grades des Bösen in sich bewusst. Es entscheidet das Böse und stößt es von sich in einem größeren Maße ab. Zweitens, ein weniger entwickeltes Geschöpf verspürt in sich eine kleine Stufe an Bösartigkeit und stößt daher nur ein geringeres Maß des Bösen ab, während es den ganzen Schmutz weiter in sich lässt, da es diesen nichts als Schmutz oder als Böse empfindet. Um den Leser nicht zu verwirren, werden wir erläutern, was die Basis von Gut und Böse ausmacht, wie davon im Artikel Gabe der Tora die Rede ist. Denn die Basis, das Fundament alles Bösen ist nichts anderes als die Liebe zu sich selbst, auch Egoismus bezeichnet. Ihr Naturell ist dem Schöpfer entgegengesetzt, indem es der Schöpfer hat keinen Willen für sich selbst zu empfangen, sondern er will einzig und allein geben. Und so wie im Artikel des Gabriel Torres heißt, besteht das Wesen des Genusses im Grad der Ähnlichkeit mit den Eigenschaften des Erschaffers. Und zweitens, das Wesen der Leiden und der Ungeduld besteht im qualitativen Unterschied zwischen uns und dem Schöpfer. Dementsprechend ist uns unser Egoismus zuwider und es schmerzt uns das Bewusstsein, dass wir uns von den Eigenschaften des Schöpfers unterscheiden. Und dieses Gefühl der Widerwärtigkeit des Egoismus ist in jeder Seele unterschiedlich. Denn ein wilder Mensch, unterentwickelter Mensch, hält den Egoismus keineswegs für eine negative Eigenschaft und benutzt ihn daher öffentlich, grenzenlos und ohne jede Scham. Vor den Augen aller beraubt und ermordet er skrupellos jeden, der sich in seiner Reichweite befindet. Ein etwas mehr entwickelter Mensch findet seinen Egoismus bereits bis zu einer gewissen Stufe als böse und schämt sich für ihn, sich diesen Egoismus öffentlich zu bedienen. Die Menschen zu bestehlen und zu morden, wo man es sehen kann, begeht aber weiterhin seine Verbrechen in Verborgenheit. Und ein noch mehr entwickelter Mensch empfindet seinen Egoismus tatsächlich als Gräuel, sodass er ihn, in sich nicht mehr ertragen kann und ihn von sich abstößt und ihn, entsprechend dem Grad seiner Erkenntnis des Bösen, gänzlich vertreibt, sodass er nicht mehr wollen und können wird, auf Kosten anderer zu genießen. Und dann beginnen in ihm Funken der Liebe zu anderen zu erwachen, die als Altruismus bezeichnet werden,
welcher die allgemeine Eigenschaft des Guten ist. Das entwickelt sich in ihm ebenfalls stufenweise. Zunächst entwickelt sich in ihm das Gefühl der Liebe zur Familie und zu seinem Nächsten, sowie der Wunsch, sich um sie zu kümmern. Wie es heißt, von deinem eigenen Fleisch kann man nicht fliehen. Und wenn er sich noch mehr entwickelt, so wächst in ihm der Grad des Gebens an alle, die ihn umgeben, an die Bewohner seiner Stadt und an sein Volk. Und so wächst er heran, bis sich in ihm schließlich die Nächstenliebe, die Liebe zu anderen, zur gesamten Menschheit entwickelt. Fragen bitte? Das heißt, je mehr der Mensch, je entwickelter der Mensch ist, wie sehr hängt es von seinen natürlichen Eigenschaften ab? Natürlich hängt es davon ab, wie er zur Welt gekommen ist, mit welchen Eigenschaften er zur Welt gekommen ist. Aber das Wichtigere ist, kurz gesagt, das hängt von der Wurzel der Seele ab. Das ist, von welchem Teil Adam Rishon seine Seele ist, von dieser allgemeinen Seele, welche Adam Rishon ist. Und danach ist es auch davon abhängig, wie sehr sein Teil von der Seele Adam Rishons sich entwickelt. Das ist das, was wir bereits in dieser Welt sehen können, dass es Menschen gibt oder Nationen gibt, die älter sind, andere, die nicht so alt sind. Aber auch das wirkt. Auch das wirkt. Das hat nicht so sehr mit Korrekturen zu tun, aber so funktioniert das. Kiew 1. Diese Erweiterung der Fähigkeit zu lieben von sich aus auf die Familie, von der Familie zur Menschheit, wie passiert das? Zuerst fange ich an, mit meinem Freund zu lieben und danach alle anderen Menschen. Wie läuft das vonstatten? Das ist davon abhängig, wie entwickelt der Mensch ist und wie sehr seine Entwicklung abhängig ist von Leiden bzw. Genüssen. Und je mehr er vorankommt, kann er den Genuss und das Leid in sich und in den anderen verstehen und in Beziehungen dazwischen. Und aus dem heraus kann er seine Einstellung zu den anderen prüfen, sich den anderen annähern. Und das bedeutet, dass er entwickelt ist. Kurz gesagt, derjenige, der viel Schläge erhalten hat, ist entwickelter als jemand, der weniger Schläge erhalten hat. Darin gibt es natürlich auch einen Einfluss von der Wurzel der Seele, aber wir sprechen nicht über die Wurzel, auf die wir keinen Einfluss üben können, sondern über den Prozess, den wir durchmachen. Die Schläge, die Leiden entwickeln den Menschen und die Welt. So wie es heißt, so wie Salz das Fleisch weich macht, so machen die Schläge den Menschen weich. Das gilt zwar nicht für alle, aber hier gibt es viele, viele Sachen. In Ordnung, Vlad? Nikolai в Сочи, bitte. Erklären Sie bitte, warum
wird hier in einer Kette zu der Familie und die Familienangehörigen mit der Menschheit und der Gesellschaft quasi verbunden. Familie ist doch näher dem Ego. Nein, das Ego, das sich entwickelt, treibt den Menschen zuerst mal dazu an, seinen Angehörigen nahe zu sein. Wir sehen auch, dass historisch gesehen alles mit Familien angefangen hat. Danach wachsen die Familien, sie werden zu Sippen, und danach entfernen sie sich sogar noch mehr und werden sogar auch, und Familienmitglieder fangen an, feindlich zueinander zu sein. So entwickelt sich das Ego infolge des Zerbrechens und teilt uns noch mehr und mehr auf. Успеть понять, что нам нужно делать уже после того, как вас не будет с нами. Вот нам нужно торопиться, нам как бы легче в этот процесс войти, пока вы с нами, или это всему свое время? Ло, а тем тихим, кама же ифшар ли зарез это зманим? Ihr müsst so gut wie möglich die Zeiten beschleunigen und euch so gut wie möglich verbinden, weil danach der Zustand weniger würdig wird, um das Ziel zu erlangen. Das ist, ihr werdet trotzdem den Weg fortsetzen, aber aber die Zeit wird dadurch länger. Moskau 7. Ja, Rav. Sobald ein Mensch das Böse außerhalb von sich sieht und er das ertragen muss, kann er das nicht sehen. Er will das nicht, weil er leiden muss. Wie kann er diesen Prozess beschleunigen? Indem er sich bemüht, sich selbst von der Seite zu betrachten. Das sind diese Unterscheidungen, die wir ergänzen müssen und uns bemühen, dann aufgrund dessen voranzukommen. Das ist in anderen Worten, wir müssen uns in die anderen integrieren, so gut wie möglich. KBU 7. Ja, danke, Raf. Ich denke, mir scheint, dass wir gestern über die persönliche Lenkung gesprochen. Ist damit gemeint, dass ein Kabbalist als Kabbalist auf die Welt kommt? Nein, niemand wird als Kabbalist geboren. Wir alle werden wie kleine Tierchen geboren. Und wachsen danach. Und alles ist davon abhängig, wie sehr ein heranwachsender Mensch Kräfte investiert, um zu wachsen. Das heißt, um sich zu entwickeln. Und es kann sein, dass die Eltern vielleicht große Kabbalisten sogar sind, aber trotzdem hängt alles von dem sich entwickelnden Menschen selbst ab. Wir gehen über zu den Frauen. Fragen aus dem Internet. Frage von der Gruppe Hebrew. Was hilft uns, den Sinn, das Gefühl der Erkenntnis der Bösartigkeit in uns zu erlangen? Der Sinn für die Erkenntnis des Bösen hängt ausschließlich von dem Maß der Verbindung ab. Von dem Maß meiner Verbindung mit der Gruppe. Denn nur im Maß meiner Verbindung kann ich das Böse in mir sehen. Frage aus Deutschland in Bezug zur Seelenwurzel. Gibt es in Bezug zur Seelenwurzel etwas praktisch Relevantes, mit dem man arbeiten kann, oder ist es auch nur, oder kann man uns das nur selbst erklären? Sowohl als auch. Wir werden diese Sachen noch klären, denn wir können sie jetzt momentan nicht verstehen. Platin 21. Ob das Empfangen von Zuständen, welche wir durchlaufen, uns im Endeffekt dazu führen werden, dass wir diesen Pfad des Leidens verlassen? Natürlich werden wir uns von dem Leid entfernen, weil wir die Wurzel verstehen werden und das rechtfertigen werden. Und so kommen wir voran.
Frage Sibo, können wir den Weg der Tora vom Schöpfer fordern, für jeden Menschen auf diesem Erdball? Was war das nochmals? Habe ich nicht verstanden. Können wir den Weg der Tora vom Schöpfer fordern, für jeden Einzelnen auf diesem Erdball? Ja, im Endeffekt natürlich. Wir sind alle eine Seele. Eine weitere Frage von einer Schülerin. An diesem Abend, zu jedem Abend, treffen sich hunderte von Frauen zu einem weltweiten Frauengebet. Gibt es etwas, worauf wir achten müssen bei dieser Etappe? Was ist die nächste Stufe für uns als Frauen? Die nächste Etappe als Frauen, die nächste Etappe zum Erfolg der Frauen ist, dass ihr alle darum betet, dass die Männer Erfolg haben. Das wird uns mit Sicherheit alle helfen, voranzukommen. Aus? Aus. Sag, dass es aus ist. Warum schweigst du? Gerade bitte. Ja, lesen wir weiter oder? Wo sind wir? Wir sind im Kapitel Bewusste und Entwicklung. Gut, wir lesen Bewusste und Unbewusste Entwicklung, Kapitel, Überschrift, Bewusste und Unbewusste Entwicklung. Und wie ist das, dass zwei Kräfte uns anstoßen und dazu antreiben, aufzusteigen, indem wir die Stufen der erwähnten Leiter erklimmen, bis sie ihre Spitze im Himmel erreichen. Das Endziel der Gleichheit unserer Eigenschaft mit denen des Schöpfers. Der Unterschied zwischen diesen zwei Kräften besteht darin, dass die eine von ihnen uns unbewusst von hinten antreibt, sprich ohne uns zu fragen, ohne dass wir wählen können. Diese Kraft stößt uns von hinten heran und diese bezeichneten wir als den Weg des Leidens oder den Weg der Erde. Daraus entspringt die Philosophie der Moral, welche als Ethik bezeichnet wird. Sie basiert auf der empirischen Erkenntnis, das heißt auf der Prüfung mit Hilfe des praktischen Verstandes. Das ganze Wesen dieses Systems stellt nichts anderes als die Summe der Schäden dar, welche vor unseren Augen von den keimenden Samen des Egoismus hervorgebracht wurden. Diese Prüfungen, diese empirischen Erfahrungen gelangten zu uns auf zufällige Weise, das heißt für uns unbewusst und nicht durch unsere Wahl. Nach denen sie ihrem Ziel recht überzeugen, da der Grad des Bösen, der in unseren Empfindungen in Erscheinung tritt und wächst, insofern wir uns seines Schadens bewusst sind und dazu zwingt, ihn zu meiden, und dadurch erreichen wir eine höhere Stufe der Leiter. Und die zweite Kraft treibt uns auf die bewusste Weise an. Das heißt, diese Kraft wählen wir selbst. Diese Kraft zieht uns von vorne und wir bezeichnen diese als dieser Fronte, als den Weg der Tora und der Mitzvot-Gebote. Denn durch die Erfüllung der Gebote, das heißt, wir haben das als den Weg der Tora und der Gebote, durch die Beschäftigung mit den Geboten sowie die Arbeit mit der Absicht, unserem Erschaffer Genuss zu bereiten, entwickeln in uns jene Empfindung der Erkenntnis unserer böseren Natur in uns mit riesiger Geschwindigkeit, wie dies im Artikel der Gabala Tora beschrieben wurde. Und wir profitieren von beiden. Erstens brauchen wir nicht zu warten, bis die Lebenserfahrungen beginnen, uns von hinten anzutreiben, denn jeder Stoß bedeutet Schmerz und Zerstörungen, die uns durch die Enthüllung des Bösen in uns zugefügt werden. Die Arbeit des Schöpfers entwickelt in uns
und nun die gleiche Erkenntnis des Bösen, doch ohne vorausgehenden Leiden und Zerstörungen, im Wohlbehagen und in der Freude, die wir während der reinen Ergebenheit mit dem Schöpfer verspüren, um ihm Vergnügen zu schenken, entwickelt sich in uns ein relatives Verhältnis, welches uns erlaubt, die Niedrigkeit dieser Funken der Eigenliebe zu erkennen. Wir begreifen, wie sehr ihr Vorhandensein uns daran hindert, auf unserem Weg den Geschmack des Genusses am Beschenken des Schöpfers zu verspüren. Denn diese stufenweise Empfindung der Enthüllung des Bösen entwickelt sich in uns vor dem Hintergrund der Empfindung von Genuss und völliger Ruhe, das heißt durch den Empfang des Genusses während der Arbeit für den Schöpfer. Und diese genussvolle und behagliche Empfindung entsteht in uns durch die Übereinstimmung mit dem Schöpfer. Zweitens gewinnen wir Zeit, da er bei unserem Bewusstsein arbeitet und uns somit hilft, mehr zu tun und die Zeit nach unserem Wunsch zu, beschleunigen. Gut, wir beenden damit den Unterricht. Ich hoffe, dass ihr das noch im Laufe des Tages lesen werdet und gehen wir über zu Info. Was wollen Sie von uns? Hello Rav, hello tens of the world Kli. We are here representing. Hallo Rav, hallo alle, hallo sämtlichen Zähler im Welt Kli. Wir sind hier die Inhaltsabteilung des Weltkongresses und das persönliche und auch noch, wir sind hier die Mannschaft, welche sich verantwortlich ist für die Organisation des Kongresses. Wir sind voller Freude und voller Kummer und Sorge vor dem bevorstehenden Kongresses. Wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen eine gemeinsame Absicht erschaffen über das Schwere, welche sich offenbart. Wir sind jene, welche diesen großen Kongress anführen wollen. Dieser Kongress dient dazu, damit wir eine mit den anderen arbeiten, damit wir eine gemeinsame, große, zusammenarbeitende, zusammengeschweißte Gruppe erschaffen. Und dass wir über alle Ideen sprechen können und die Wichtigkeit erheben. Heute und morgen bitten wir euch alle, auch wenn ihr das vom Kongress bereits gehört habt und, oder das erste Mal darüber spricht, sprecht darüber in den Szenen, sprecht über die gegenseitige Bürgschaft. Was erwartet uns in der Zeit der Vorbereitung? Alles, was wir tun können und hier erheben können, gemeinsame Aufgaben, gemeinsame Gebet zwischen uns allen. Wir werden diese Gebete unserer Zehner hervorheben. Wir haben tolle Plattformen dafür, die Internetseite. Wir haben unsere Aktivitäten, welche auf das Thema des Unterrichts basiert, Morgenunterricht, können wir gemeinsam quasi eintreten, gemeinsam über die Verbindung, über den Beruf sprechen. Natürlich Geschenke, und es gibt auch hier das Projekt, die Geschenke der Liebe, Projekte, die wir alle kennen. Zehner nehmen Clips auf, jeder Zehner kann einen Clip aufzeichnen und den Geist anderen und die Größe allen anderen vermitteln. Wir wissen, dass es ein großer Erfolg war beim vorigen Kongress gewesen ist. Leute haben Clips aufgezeichnet, die ganze Szene, das weitergegeben. Wir können diese Geschenke in dem Sinne geben, drei Aktivitäten. Alle diese Ratschläge erscheinen hier auf unserer Internetseite des Kongresses und dank dessen können wir gemeinsam zwischen uns große Freude und Wichtigkeit und Größe unseres gemeinsamen Kongresses erschaffen, aus der Verbindung, aus der Liebe heraus an den Chef, und das ist nicht alles. Bitte Anna Pia. Danke, Bradley. Was für eine Begeisterung für diese Vorbereitung. Es wird ein toller Kongress. Freunde, wir reden über die Wichtigkeit des Kongresses und deren Größe. Wir wissen, dass wir einander geben müssen, um uns auf positive Weise in den Prozess einzubringen, auch wenn die Ägypter versuchen, uns zu ermüden, unseren Verstand quasi zu nehmen. Was ist wirklich die Wirklichkeit?
Der große Kongress ist die größte Sache in unserem Leben. Wir müssen in ihm etwas entwickeln, einen gemeinsamen Pfad machen, wie sehr die Welt leidet und das Licht braucht. Das heißt, der Schöpfer hat uns die Möglichkeit, eine große Menge organisiert, in der wir gemeinsam arbeiten können. Könnt ihr sagen, dass dieser Kongress einen Bedarf für uns darstellt, uns miteinander zu verbinden, gemeinsam Mangel zwischen uns zu haben, nach dieser Kraft des Gebens. Lasst uns damit anfangen, indem wir anfangen, die Wichtigkeit dieser Konzentration in diesem Weltkongress erschaffen. Lasst uns gemeinsam diese tolle Möglichkeit, die sich hier vor uns steht, hier zu zeigen. Lasst uns damit uns beschäftigen, von früh bis spät. Wir haben hier etwas unglaublich Tolles. Lasst uns gemeinsam freuen, dass wir geben können, dass wir jetzt in den nächsten Zustand eintreten. Ich meine, wir haben hier eine weitere Möglichkeit, die Zähne hier wachzurufen, gemeinsam uns anzustrengen, unsere Herzen zu vergrößern, unsere Herzen zu öffnen. Und von jetzt an, und das jede Woche, an jedem Donnerstag, werden wir eine gemeinsame Zusammenkunft haben, Aravot Galerie. Danach wird es ein gemeinsames Treffen geben. Am Freitag gibt es ein Treffen der gemeinsamen Weltmannschaft geben. Am Sonntag werden wir Zusammenkünfte haben für Männer und Frauen. Wir haben am Freitag und am Abend unsere Welt-Havarim-Versammlung. Und wieder am Sonntag versammeln wir uns wieder und versammeln uns zu diesem besonderen Kongress, zum Wohl des Kongresses in Nordamerika. Das ist eine Stunde vor Yeshivat Havarim passiert. Freunde, diese Wirklichkeit ist für uns und ich, für andere, alle anderen für mich. Und der Schöpfer hat uns die Möglichkeit der gegenseitigen Bürgschaft, der Liebe gegeben, um sich zu offenbaren. Es ist für uns abhängig, dies zu entdecken, zu enthüllen. Wir müssen ihm um Kraft bitten, dass er uns die Kraft gibt, dass wir es gemeinsam bewältigen und tun. L'chaim, Freunde, weiter an Gilad. Gilad, Ankündigung zum Abschluss. Das gemeinsame Weltorganisation ladet euch ein, euch alle zu den gemeinsamen Gebeten zu verbinden für Männer um 15 Uhr. 15 habe ich jetzt verstanden und für Frauen um 19.30 Uhr Israelzeit. Jeder ist eingeladen, die heutigen Sendungen von 10 bis 10.30 Uhr News mit Rav Leipheim, gibt auch deutsche Übersetzung, von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr ohne deutsche Übersetzung, innere Einblicke mit Rav Leitmann. Und wir schließen mit einem Lied ab. Danke. C'è vita senza luce, è un bisogno che conduce da una supplica del cuore a scoprire il vero amore che ti porta all'unione con gli amici e a una missione. Conseguir la libertà, 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 conseguir la libertà. Conseguir la libertà, con gli amici, con gli amici, solo uniti tu e gli amici, fai cambiare la ricezione, con la luce di d'azione, con gli amici, solo uniti tu e gli amici, fai cambiare la ricezione. Con la luce di d'azione. Lui ti ha rivelato questo, hai scoperto qual è il nesso di una vita di decezione, senza scopo e depressione. Al mattino puoi cambiare, con gli amici qui a studiare, solo insieme arriveremo, la correzione raggiungeremo, metterci col creatore.
Con amici, con gli amici, solo uniti, due gli amici vai a cambiare la ricezione, con la luce, l'ispirazione, con gli amici, con gli amici, solo uniti, due gli amici, vai a cambiare la ricezione, con la luce. Ba 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 ba